Guten Morgen, wir sind in Las Vegas. Heute geht's ab. Wir fahren zu SEMA. SEMA. Wir freuen uns, euch die richtig krass geilen Autos heute zu präsentieren. Also schaltet ein, bis später. Wir sind wieder in den USA. Wir werden euch richtig cooles Material von der SEMA liefern. Wir werden all die ganzen Klassiker, die auf der SEMA präsentiert werden, werden wir euch zeigen. So, Camaro erste Generation, 69. Aber das ist halt auch eine richtig dicke, fette Kuh, ne? Da brauchst du auf jeden Fall sehr dicke Schlappen für. Hier haben wir noch was, komm mal. Krasse Kiste, auf jeden Fall. Schau dir mal an, wie breit der ist. Das ist unglaublich. 3,15 nach vorne. Kann man mal machen. Chevy Vega. Vega ist überhaupt nicht interessant, aber der ist echt cool gemacht. TMI sitzen sind immer ganz cool. Da hat man ein gutes Sitzgefühl drin. Camaro ist immer gern gesehen, auch mit Carbonhaube. Also man sieht im Gegensatz zum letzten Jahr und zum vorletzten Jahr, dass immer mehr Carbon verbaut wird. Elektrische Fensterheber, Handschalter umgebaut. Ja, eigentlich ganz cool. Ich mag sowieso die Camaros, von daher habe ich da immer so ein, sehe ich das sehr gerne. Ich würde sagen, wir gehen mal erstmal rein. Das war jetzt so der kleine Vorgeschmack von dem, was noch drin kommt. Und ja, komm mit. Ford hat damals gesagt, man kann jede Farbe haben, solange sie schwarz ist. Jetzt haben wir hier einen Chevy, einen 56er Chevy, Viertürer. Und hier ist einfach alles schwarz, was schwarz sein kann. Das Ding sieht aus, als hätte Batman das Ding in den 50er Jahren gefahren. Schwarz-Matt ist eine unglaublich undankbare Farbe zum Lackieren. Du kannst halt nichts mehr auspolieren. Und wenn du das Ding anguckst, der ist wirklich sehr gerade, sehr glatt. Also schwierig, dass man das so gut hinbekommt, muss ich ehrlich sagen. Aber ihr seht, das ist hier richtig voll. Ne? Also wir sind jetzt hier, glaube ich, am dritten Tag. Und das war schon, also der erste Tag in der Preview ist echt angenehm, aber wir haben es halt nicht früher geschafft, deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als uns mit der ganzen Menschenmasse hier so einmal durchzuschlängeln. Es scheint wohl etwas kalt zu sein. Vegas kann es ja auch mal richtig kalt werden. Ne? $3,35, ne? Kann man mal machen auf jeden Fall. Sehr cool gemacht. Ich mag sowieso diesen GT2 Flügel, den finde ich sowieso super cool. Kannst du richtig dicke Pommes aufklatschen, wunderbar essen, stört niemanden. So, stell dir vor, du gehst zu deinem TÜV-Prüfer und sagst ihm, Klaus, weißt du was, ich habe ein bisschen mein Auto umgebaut. Dann sagt er dir, naja, was hast du denn gemacht? Also ich habe einmal komplette Aufhängung geändert, ich habe einmal kompletten Motor geändert. Ich habe einmal kurz Mad Max gespielt und komme jetzt überlegt, weil es in der Zukunft ja eh schon so wenig gute Autos geben wird, die geländegetauglich sind, dass ich hinten einfach nochmal zwei Achsen habe. Wie will ich ein Camaro bauen? Das geht so auf. Das Fahrwerk ist von Roadster Shop. Roadster Shop macht richtig geile Fahrwerke. Da tauschst du sozusagen einfach nur den Grundrahmen aus, packst das Ding von Roadster Shop hin und das Ding fährt sich wie Neuwagen. Ne? Krasse Nummer. Guck dir mal das Pushrod-System hier an. Das hast du normalerweise bei Lamborghini oder sowas auf der Hinterachse. Die haben das vorne reingeknallt, der Luftfilter. Also das ist schon ein sehr, sehr geiles Auto. Auch wieder viele Carbon-Elemente, auch mit dem Gold und dem Lila. Das passt super gut zusammen. Kann man so machen. Was der TÜV dazu sagt, lassen wir mal außen vor haben. Wir alle kennen ja den 300 SL, die Ikone der deutschen Automobilgeschichte. Und bisher würde keiner es wagen, ein 300 SL ein paar ordentliche Schlappen zu verpassen.
Moin, grüß dich. Man, how are you doing? I was texting you, but you didn't answer. You know why? Because I had probably about 30 or 40 texts. Is it an original 300? Yeah. Ist es ein Originaler? Ja, ich weiß es nicht. Weil wer macht denn solche Felgen darauf? Ja, das ist halt der Megastil schlechthin. Oder? Aber das muss man sich auch erstmal trauen, ne? Ich sag mal, hier in Amerika hat das vorher auch noch keiner gemacht. Nee, ich hab das auch noch nie gesehen. Ich finde das, find das mega geil. In Deutschland würdest du getötet dafür. Ja. Aber du kennst dich auch aus. Ich bin halt am gucken. Also du, es gibt die Dinger noch als SLK oder sowas, wurden hier umgebaut. Aber das Ding sieht ja erstmal auf den ersten Blick echt aus, also original aus. Ne? It's probably the one of the most iconic cars in the world. Right. Classic cars. Yeah. But I mean, nobody did that before, you know. So and when you start doing Is it is it an original? No, it's not. I'm not sure, but I don't think so. But, I mean, what we're talking about is look how they put the tires on. You see that? Wir hatten gestern 20 Stunden Flug hierher oder 23 Stunden. Ist doch echt platt danach, ne? Ich habe jetzt, wenn ich nach Hause komme, anderthalb Wochen und dann geht's direkt nach Südafrika für 2 Wochen und von da aus. Direkt auf die Essen Motorshow, direkt. I have to tell you, seriously, I never have been on the Essen Motorshow. What? Because, you know, I was more into classic cars, you know. You go check the classic cars. Yeah, I probably should go there. You have to go there, sure. Yeah, probably. Shake hands on that. You're going. We're out of here. Yeah. Okay, cool. We're out of here, baby. Lackiert. Das Ding ist bei Instagram ja Hit. Der hat aber überall solche Wolken. Das ist richtig schlecht lackiert. Die Farbe selber ist ja Knaller, gefällt mir sehr gut. Aber wenn du dir das Finishing anguckst, siehst du halt viele Risse schon und der Lack ist ja nicht lange drauf. Dann weißt du ja schon, was das für eine Qualität sein muss. Ne? Ich glaube, das ist auf der ganzen Zima die schlimmste Lackierung, die hier irgendwie abgeliefert worden ist. Ich finde auch, die Spiegel passen gar nicht zum Auto. Ne? So ein Klassiker und dann solche Spiegel. Schon der krasseste Mustang auf der ganzen Sima. Guck dir den mal an. Den Wagen habe ich auf Instagram gesehen und jetzt guck dir das mal an. Der Typ muss irgendwann mal Langeweile gehabt haben und hat sich gesagt, Dicker, Ford und Ford kann doch jeder. Lass uns doch einfach ein Ferrari in ein Ford knallen. Das Ding hat einen Ferrari-Motor mit Biturbo. Und wir gucken mal, ob wir gleich vielleicht den Besitzer kriegen oder mit jemandem mal quatschen können, wie wir auf so eine verrückte Idee kommen. Übrigens, wenn du mal hier schaust, hier gehen die Federbeine lang. Und da hast du ungefähr 2 cm Platz zwischen Karosserie und Motor, ne? How many beers did you have to get an idea to put a Ferrari engine in a Ford Mustang? I mean, how did you get this vision? We just wanted to switch it up, you know, and do something special. Did you have a wreck car or how did you use it? We were rooting around on eBay. Okay. And they sell, there's quite a few engines on there for sale out of wrecked cars. Okay. So. And did you buy the engine with transmission together? Or no, just the engine. And how did you connect them? We made an adapter system to hook it up to the 256. Ah, cool. How did you get the engine in there? It's a tight fit. It's a very tight fit. I mean, it's like 1 inch or something before it hits? It's even closer on the other side, yeah. The engine itself is solid mounted, so we won't have any deflection. Oh, okay. That was my next question, because when it's vibrating or something, yeah. Yeah. 4 weeks ago, I was like, man, he's not going to get it. We got it. No, that's pretty cool. Thank you for your time. Thank you. Wish you a good SEMA trip, SEMA time here. Also man kann es mögen, ich mag die 40er Jahre Fords nicht so, ich mag die Scheinwerferfahne nicht, aber der Umbau ist schon richtig krass. Ne? Auf jeden Fall hat er einen Kompressor drauf. Wer schon mal in so einem 40er Jahre Pickup schon gesessen hat, der weiß, da passen 2 erwachsene Männer gerade so rein, das ist wirklich super. Wenn du hier in dem Auto tatsächlich drin sitzt, sitzt du wie in der Schulbank. Ne? Also es ist so gerade, du hast hinten nämlich gar keinen Platz, die Lehne nach hinten zu nehmen. Das heißt, da sitzt du wie in der Schule. Also das Ding ist schon, oh, guck dir mal die Reifen an. Ey, das Schwede. Was ich auch ganz cool finde, das mag ich persönlich auch sehr, das sind Buttons, um die Gänge einzulegen. Also, wenn man es einrichten kann, sollte man auf jeden Fall einmal im Leben hier sein.
vorhin das Auto gesehen und meinten zum TÜV-Prüfer, Dicker, ich habe da was gebaut. Ne? Jetzt kommen wir mit. Dicker, ich habe seinen Vater gebaut. Guck dir das Ding mal an. Guck mal hier. Passt da einmal komplett rein, Alter. 1, 2, 3, 4 Flaschen los, weil einfach darum. Kurz davor die Batterie geschaltet, 2 Batterien geschaltet. Also wenn es hier knallt, dann hast du richtig Spaß, ne? Vor allem über die Schlappen brauchen wir gar nicht zu reden. Sind auch schon ein bisschen abgefahren. Da wird wahrscheinlich auch das eine oder andere mal ein bisschen Gas gegeben. Ich weiß, wir sind wegen den Klassikern hier. Aber was zum Teufel ist das? Alter Schwede. Leute, Leute. Aber was Gutes hat's ja. Du kannst direkt von unten anfangen zu schrauben, brauchst keine Hebebühne, weil das Ding ist so hoch. Ich wüsste auch nicht, was für eine Hebebühne das Ding hochkriegen sollte, ne? I'm Andy. Hey, I'm Patrick. Nice to meet you. Yeah, I mean, just when you put it on a lift to make some service, how big has to be the lift to? So the lift, it has like a little adapter that goes up. So you, yeah, so you okay. pull it up, it goes like about a foot okay. to get on the frame and then pick it up oh in the air. God. Absolutely. Oh my God. Just one question. Yes. If you don't watch out in the morning, I'm sure there will sitting a cat in it yes, before it started. Absolutely. It's a yes. It's crazy. I mean, I'm telling you, this is something that we use with, you know, when you have a house, so you put, you know. So that's the thing that goes with the exhaust, you know, from out. So that's what people use for a house. Absolutely. Man, this thing is just pretty cool. Man, thank you for your time. Have a great day, huh? Bye. Es gibt ja genug Leute, die ja irgendwie einen Chevy Motor in den Ford knallen, ne? Und da gibt es auch den Spruch für, wenn du den Ford hättest im Graben gedreht, wenn er gewusst hätte, dass er Autos baut, damit man einen Chevy Motor reinknallt. Aber den Chrysler Hemi Motor habe ich auch noch nicht gesehen. Nacktes Blech, hier ist nichts dran gemacht. Also klar, geschweißt und alles. Aber das ist alles komplett nacktes Blech. Das sieht ultra geil aus. Siehst du auch, wo die Übergänge sind, wo sie geschliffen haben. Sehr, sehr cool, was siehst du selten. Weil bei dieser Arbeit kannst du halt wenig verstecken. Das heißt also auch, wenn Leute zeigen hier seltenst die Arbeit in der Rohform, weil meistens irgendwelche kleinen Fehler drin sind, die dann aber mit der Grundierung oder mit dem Füller oder was auch immer so ein bisschen übertüncht werden können. Hier hast du einfach nur Bare Metal und dann hast du absolut, alles ist deutlich sichtbar und du kannst hier einfach nichts verheimlichen. Sehr coole Sache. Vor allem guck mal rein in den Innenraum. Das sind, alle Bleche sind neu, das ist alles so nach seinem eigenen neuen Stil gemacht. Das ist echt sehr, sehr cool. Also, coole Arbeit auf jeden Fall. I got you. Also ich will nicht wissen, aber ich vermute mal einfach so aus dem Stehenhalter raus. 1400 PS, gar kein Thema, machen wir ganz locker. Die 63er Corvette ist ja so der heilige Gral unter den C2. Das ist die Split Window, das heißt, die hat hinten eine durchgehende Strebe, die wurde dann 64 gelöscht und entfernt, weil einfach zu viele Menschen damals nicht durch den Rückspiegel sehen konnten. Viele haben auch früher in der Vergangenheit einfach selbst rausgetrennt, eine andere Scheibe eingebaut, weil sie es gestört hat. Heute sucht ihr danach. Die haben sogar die Zierleisten gelöscht und sozusagen entfernt. Die haben nämlich dann hier einen schwarzen Untergrund genommen, das heißt, darunter kannst du kleben, hast keine Zierleisten mehr, kannst also schön im schwarzen Look und sogar mit Carbon arbeiten. Das sieht schon mega aus. So ein bisschen à la Mercedes und Ambilight. Und alles in Carbon gemacht. Für jeden, der einen 63er haben will, ist das der Graus, weil die wollen alle natürlich so original wie möglich haben. Aber in dem Ding ist höchstens noch die Fahrgestellnummer original. Ford RS 2000. Wenn ich richtig bin, war es das schnellste Auto in der Beschleunigung 0-100 in den 90er Jahren. 700 PS, 2,1 Liter Vierzylinder. Ne? Wir sind jetzt auf dem Ford-Stand, was ganz cool ist, weil Ford hat immer so richtig coole Stände und das lässt sich mal was Besonderes einfallen. Wenn man hier mal schaut, haben wir hier eine typische Eleanor, wie sie oft kopiert und gebaut wird. Und das Coole ist halt, Ford baut das, stellt das bei sich auf dem Stand aus. Ne? Das ist so, stell dir mal vor, du hättest irgendwie so einen Hot Rod von Mercedes auf der Techno Classic oder so. Hast du ja nicht. Deswegen, Ford gibt sich da sehr modern und arbeitet auch mit den Hot Rodern zusammen. Du kannst die ganzen Motoren und Getriebe zusammen in ein Paket kaufen und schmeißt sie auch in dein Auto rein und fährst von einem Tag auf den anderen mit einem neuen Motor, der wenig Probleme macht,
600 PS leistet in deinem Hot oder in deinem Klassiker, ne? Das ist relativ unkompliziert, was halt cool ist, wenn das direkt vom Hersteller kommt. Ne? Apokalypse Part 3. Jetzt stell dir vor, wir leben in Zeiten von Mad Max. Es gibt keine Menschen mehr, es gibt keine Autos mehr. Das Benzin ist knapp geworden. Was machst du? Du übertreibst ein bisschen. Angenommen, wenn wir jetzt hier über den Passagieraufprallschutz sprechen. Das Ding trifft mich so, ich stelle mir zuerst die Hüfte und dann wird der Kopf einfach zertrümmert und ja, kriegst hier von der wunderschönen Kühlerfigur einfach mal voll in die Fresse. Also ein Duster ist ja absolut kein begehrtes Auto, aber wenn jemand den Duster so baut, dann würde ich auch nicht nein sagen. So ein beige, cremebeige, sieht sehr gut aus. C1 mit einem absolut modernen Fahrwerk. Da scheiden sich natürlich die Geister und auch die Zierleiste, die hätten verchromt sein sollen, sind jetzt grau lackiert. Finde ich cool, hat seine Daseinsberechtigung, aber bei so einer C1 ist das vielleicht jetzt nicht so angebracht. Bei einer C2, die ja eh ein sportliches Auto ist, klar. Und wenn wir uns mal die Scheinwerfer angucken, der hat hier einfach Xenon drin. Ne? Muss man nicht cool finden, das ist glaube ich immer sehr eine persönliche Geschmackssache. TÜV kriegst du eh nicht. Das Auto hier ist ein 2018er Challenger Hellcat. Das ist erstmal nichts Außergewöhnliches, aber die haben Bauteile von einem 69er Charger rangeknallt. Das heißt also, die Technik ist auf dem Stand der heutigen Zeit. Der hat Parksensoren, der hat Rückfahrkamera, alles. Aber von außen haben sie versucht, relativ gut die Silhouette eines 69er Chargers hinzukriegen. Die haben das Auto um 4 Inch verbreitern müssen, damit auch die ganzen technischen Komponenten hier drunter passen. Cool gelöst. Ob mir der Umbau jetzt 80.000 Dollar wert wäre, muss man halt eben für sich selbst entscheiden. Aber technisch eine coole Sache, weil am Ende fährst du halt einen Klassiker mit absolut neuer Technik. Ziemlich alltagstauglich. Für den deutschen TÜV und für Deutschland überhaupt gar nicht nur ansatzweise dran zu denken. Alleine was den Passagierschutz betrifft oder sowas. Aber die Idee selber finde ich ist gar nicht so schlecht. Ne? Ob es jetzt unbedingt ein Challenger sein muss, den man als Basis nimmt, sei auch dahingestellt. Aber es ist schon irgendwie eine coole Idee zumindest, ne? Wenn deine Freundin dir sagt, sie wünscht sich ein rosanes Auto, bringst du ihr das hier mit? Ein kleines Spielzeug für die Frau oder das kleine Mädchen. So, jetzt schaue ich schon mal. Es ist unglaublich schwer, schwarzen Lack wirklich gut hinzubekommen, ohne dass du was siehst, ne? Und das Licht hier ist ja aber auch sehr unverzeihlich. Ich muss schon echt sagen, aber das können die Amerikaner gut, ne? Die polieren halt den Lack 7, 8, 9 Mal und dann ist der einfach arschglatt. Das machen wir nicht. Bei uns ist es so, man will ja sogar so ein bisschen Struktur noch drin behalten, damit das irgendwie, ja, damit das Original aussieht. Aber hier in Amerika arschglatt und dann ist das Ding super. Ja, man kann ja auch mal einfach zwei Turbos vorknallen, weil die 600 PS, die er vorher gemacht hat, haben nicht gereicht. Machen wir 1600 raus.
So Leute, wir sind schon am Schluss von der SEMA angekommen. Jetzt sind viele Sachen schon abgedeckt, aber das dürfen und können wir euch nicht vorenthalten. Wir kennen Auspuffrohre, oder? Wir kennen auch doppelte Auspuffrohre, kein Thema. Was die Amis gerne machen ist, die gehen zum Schornsteinbauer und fragen ihn, Dicker, was ist denn der größte Durchmesser, den du hast? Da können kleine Kinder drin verschwinden. Faust brauchst du gar nicht zu messen, hier kannst du dann schon mit einer halben Elle rechnen. Unglaublich, oder? So Leute, Tag 1 ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir haben richtig coole Autos gesehen. Es war echt super rappelvoll, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir haben coole Leute wieder getroffen, alte Freunde, alte Bekannte. Und es kommt noch mehr. Wir sind ja erst am Anfang. Die nächsten Tage werden noch spannend. Also wenn ihr Bock drauf habt, seid dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet und uns ein Like da lässt. Also bis dann, vielen Dank, mach's gut.